fleißig. Lieber Ian, euer Abschiedsgeschenk ist in vollem Einsatz. Meine Schüler spielen mit großer Freude Fußball. Wenn ihr auf eurer Studienreise durch Braunschweig kommt, würden wir gerne gegen deine Oxforder Schüler in einem Turnier antreten. Tuchowski! Ja? Was soll das? Haben hier plötzlich alle einen Augenfehler? Ihr Sohn hat darauf bestanden, ihn so klein herzustellen. Und was sollen diese Kadaver? Er sagte etwas von Flugeigenschaften. Flugeigenschaften? Medizinbälle haben keine Flugeigenschaften. Ja, das ist ein Fußball. Was? Es geht offenbar darum, diesen Ball mit dem Fuß in einen Goal zu treten. Ein Goal? Was zum Teufel geht hier vor sich? Herr Schricker, ich habe keine Ahnung. Das Gefühl habe ich auch. Ich frage mich, warum Sie alle derzeit so saft- und kraftlos im Unterricht erscheinen. Möchte mir irgendjemand erklären, was hier los ist? Wir sind von einer Herde Schafe angegriffen worden. Silenzium! Zum Brink. Austreten. Sie sagen mir jetzt auf der Stelle, was passiert ist. An die Ringe. Sofort. Aber der ist verstaucht. Sie reden jetzt oder Sie turnen. Ich habe ihn verprügelt. Das ist passiert. Ach, und die anderen haben Sie auch verprügelt? Ihnen geht doch schon die Luft aus, wenn Sie nur an Turnen denken. An die Ringe! Und Aufschwung! Eins und zwei und drei! Das war nicht die Übung, zum Brink. Stellen Sie sich nicht so an. Ich turne es Ihnen noch mal vor. Sind Sie wahnsinnig geworden? Sind Sie wahnsinnig geworden? Lassen Sie mich sofort runter! Aufhören! Kommen Sie sofort zurück! Ich habe mir erlaubt, einen ganz besonderen Gast in unsere Mitte zu laden.
Offizier A.D. Eugen zu Hohenlohe hat nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst die ehrenvolle Aufgabe übernommen. Für die ungeheure Wichtigkeit einer militärischen Laufbahn zu werben. Meine Herren, am Ende dieser Stunde werden Sie eines ganz bestimmt begriffen haben. Ein Krieg ist das Wundervollste, was es gibt. Ich finde, die hätten besser einen mit zwei Beinen schicken sollen. Wir können ja fragen, ob er mit uns Fußball spielt. Ruhe! Gegen die Engländer. Ruhe! Ruhe! Stillhalten! Stillhalten! Sie werden sich nicht rühren, bis es Abend ist! Für alles, was jetzt in Ihrer Klasse passiert, machen die Kollegen Sie verantwortlich. Koch, ich schätze Ihren fortschrittlichen Geist und Ihre Willensstärke, aber... Ein gehängter Pionier ist ein nutzloser Pionier. Verstehe. Dann werde ich mit der Klasse reden und meine Erziehungsmethoden überprüfen. Das klingt vernünftig. Eine kleine Prise Autorität hat uns doch allen nicht geschadet, oder? Meine Herren, er hat mir versprochen, in Zukunft ganz andere Seiten aufzuziehen. Und das willst du diesem Teetrinker glauben? Wie lange sollen wir uns das noch mit anschauen, Gustav? Es ist eine Revolution, was da im Gange ist. Denken Sie nicht, Herr Dr. Bosch, dass diese Vorfälle auch ohne Kochs Einwirkung hätten passieren können? Niemals. Er verdreht den Schülern die Gedanken, ich weiß es. Und sie spielen dieses Spiel heimlich. Nun, die... kaiserliche Schulordnung gibt uns leider keinerlei Handhabe, gegen Verfehlungen vorzugehen, die außerhalb der schulischen Sphäre... Ich habe jetzt genug davon. Wenn du nicht in der Lage bist, für Ordnung zu sorgen, dann nehme ich die Angelegenheit selbst in die Hand. Der Förderverein wird deine pädagogischen Experimente zukünftig nicht mehr unterstützen, Gustav. Kommt dir doch nur Unfug dabei raus. Ich fürchte, uns fehlen die Beweise, um Koch endlich loszuwerden. Ich bin sicher, er wird früher oder später einen Fehler machen. Halten Sie einfach die Augen offen. Ja, das werde ich. Mein Sohn spricht immer sehr begeistert von Ihrer nachmittäglichen Arbeitsgruppe. Ach, vielen Dank, Herr Hartung. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Aber welche Arbeitsgruppe meinen Sie? Wo warst du? Hast du diese Rosalie getroffen? Junge, du schmeißt dein Leben weg. Oder glaubst du etwa, dass diese Dirne dich liebt? Ich werde das Mädchen nach Ostpreußen schaffen lassen. Von dort aus wird sie dir nicht mehr den Kopf verdrehen. Also, wo ist das Flittchen? Ho! Ich habe sie nicht mehr gesehen, seitdem sie das Haus verlassen hat. Wo warst du dann, hä? Fußballspielen im Park. Na also. Jetzt fühlst du dich besser. Hm? Wie steht das ab? Das sieht nicht schön aus. Morning. Sit down, please. Er lächelt ja gar nicht. Weiß jemand von Ihnen, wo Mr. Hartung steckt? Weiß, wo ein Teil von ihm steckt. Ein kleiner Teil. Direktor Mehrfeld hat mich über einen Vorfall unterrichtet, der sich im Geschichtsunterricht von Dr. Bosch ereignet hat. Das nennen Sie Geschichtsunterricht? Mhm.
Ich dachte eigentlich, dass Sie mittlerweile eine Grundtugend des Fußballs verinnerlicht hätten. Mr. Klaasen, please. Fair Play bezeichnet den respektvollen Umgang mit seinem Gegner und untereinander. Und wer von Ihnen glaubt, dass Ihr Verhalten gegenüber einem Soldaten, der im Krieg sein Bein verloren hat, fair war? Wer von Ihnen glaubt das? Gentlemen, ich erwarte von Ihnen, dass Sie Offizier zu Hohenlohe und Dr. Bosch um Entschuldigung bitten. Warum denn das? Wie bitte? Wir sollen was? Um Entschuldigung bitten. Und bis dahin werden unsere nachmittäglichen Trainingseinheiten ruhen. Was? Das geht doch nicht. Was? Was? Quiet, please. Open your books, page 21. Who is reading? Mr. Zumbring, please. Wer ist dafür, dass wir uns bei Bosch entschuldigen? Und wer ist dafür, dass wir heute alleine Fußball spielen? Ohne Koch. Ich weiß nicht. Ich meine, Koch hat doch irgendwie recht. Recht? Willst du dich etwa bei Bosch entschuldigen? Du? Nein. Gut. Gentlemen, see you in the park. Wo willst du hin? Ihr spielt doch nicht etwa wieder dieses Spiel. Mutter, du solltest das mal anschauen, wenn wir spielen. Du wärst stolz auf mich. Da bin ich der Beste aus der Klasse. Die anderen respektieren mich endlich. Beim Fußball ist nämlich egal, ob man arm ist oder reich. Da spielen alle zusammen. Dieser Fußball nutzt dir nichts, wenn du von der Schule fliegst. Im wahren Leben ist es ganz und gar nicht egal, ob man arm ist oder reich. Du willst doch Ingenieur werden. Ich will kein Ingenieur werden. Ich will auch nicht nach Amerika. Das wird alles nur du. Ich will hier bleiben und Fußball spielen. Jost! Come on, Mars! Ah! Was soll das? Elfmeter! Elfmeter! Das war kein Foul. Das war saubere Grätsch. Ich hab's genau gesehen. Das war alles Fettsack, was? Oh. Ihr Vollidioten! Hört doch auf! Der Förderverein! Lass uns abhauen! Du Verräter! Du Petze! Otto! Meine Herren, bereiten Sie dieser Engländerkrankheit ein Ende! Und lassen Sie keinen entkommen! Hartmusik bin ich erledigt. Komm, ich helf dir. Was ist los? Pass gut drauf auf. Stehen bleiben. Ich ergebe mich. Mein Leben für den Fußball. Proletarius. Das war's dann wohl. Das sind also nun diese Ghouls. Unglaublich, dass diese Dinger solche Gefühlsausbrüche in den Knaben hervorrufen. Sieht aus wie zwei Stäbe in den Boden gerammt.
Dieser Proletarius hatte den Ball, er ist der Redelsführer. Das sind die Anfänge einer sozialistischen Revolution. Dieses Spiel fördert nichts als den sittlichen Verfall und die Verrohung unserer Jugend. Außerdem ist es verboten. Ich habe es Ihnen untersagt, aber offensichtlich, ich weiß nicht, woher Sie den Ball haben. Es war mir von Anfang an klar, dass Sie ein Feigling sind, Koch. Keinerlei Ehrgefühl, keine Verantwortung. Auch als es darauf ankam und Ihr Vaterland Sie gebraucht hätte, haben Sie sich nur geschwind aus dem Staub gemacht. Richard. Ich verlange, dass dieser Jost Bornstedt endlich der Schule verwiesen wird. Es ist doch offensichtlich, wer der Anführer hinter dieser Fußkrüppelei ist. Ich biete Ihnen meine Kündigung an. Unter der Bedingung, dass Herr Bornstedt weiterhin Schüler des Martino-Katharineums bleiben darf. Ich übernehme die Verantwortung für die Vorfälle. Seien wir doch mal ehrlich, Herr Hartung. Daran war Ihnen doch am meisten gelegen, oder? Dass dieser Teetrinker endlich verschwindet. Machen Sie sich keine Vorwürfe. Was hat mein Vater? Was passiert jetzt? Sie haben das Fußballspiel im gesamten Herzogtum Braunschweig verboten. Das können die doch nicht machen. Ihr Vater kann. Müssen Sie gehen? Das Spiel ist mir außer Kontrolle geraten. Ich bin so ein dummer Verräter. Ich wollte nicht, dass das alles passiert, aber mein... Ich weiß. Niemand schlägt so hart zu wie der eigene Vater. Ich hätte meinen Vater selbst 8 Jahre lang im Unterricht. Aber Sie haben niemanden verraten. Ich denke, in Ihrer Situation hätte ich das auch gemacht. Ich wollte immer alles besser machen als mein Vater. Jetzt sehen Sie ja, was los geworden ist. Lassen Sie sich trotzdem nicht alles gefallen, Felix. Lieber Ian, wenn ihr in Braunschweig eintrefft, werde ich nicht mehr im Martino-Katharineum sein. Was wäre, das wäre ein tolles Match geworden. Aber leider haben die Dinge hier eine unerfreuliche Wendung genommen, aus der es keinen Ausweg gibt. Seid ihr noch da? Das heißt hier zum Glück. Felix, bist du bescheuert? Dass du dich noch hierher traust. Fußball soll in ganz Braunschweig verboten werden und Kochen muss gehen. Ist Klassen da? Hier. Was ist das? Das ist die kaiserliche Schulordnung. Lies dir mal Paragraph 34 Absatz 3 durch. Brennt die Schule? Nein, aber es geht um Leben und Tod. Erzählen Sie das dem Sandmann, Herr Schricker. Entschuldigen Sie die späte Störung, aber wir haben ein Problem und wussten nicht, an wen wir uns sonst wenden sollen. Ja, bitte? Ich suche den Kaiser. Frau Bornstedt, treten Sie ein.
Direktor Meerfeld hat mir erzählt, was Sie für Just getan haben. Ich danke Ihnen. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das jemals vergelten soll. Ohne mich wäre es nie so weit gekommen. Ich habe meine Fähigkeiten überschätzt und den deutschen Starrsinn unterschätzt. Gehen Sie jetzt zurück nach England? Ich beneide Sie. Sie können einfach gehen, wohin Sie wollen. Die ganze Welt steht Ihnen offen. Manchmal ist es gut zu wissen, wo man hingehört. Vielleicht sehen wir uns einmal wieder. Sie müssen hier unterschreiben. Ich muss Ihnen nicht sagen, wie sehr wir es bedauern, dass Sie uns schon verlassen. Nein. Das müssen Sie nicht. Ein Telegramm für Sie, Herr Direktor. Aus Berlin. Vom Kaiserlichen Schulamt. Es ist wichtig. Na, das ändert die Situation allerdings kolossal. Lieber Richard, ich habe soeben eine Antwort erhalten auf eine Anfrage, die ich gestern telegrafisch nach Berlin geschickt habe. Was denn für eine Anfrage? Nun, nach Paragraph 34 habe ich einen Evaluierungsantrag gestellt. Es wird eine kaiserliche Delegation eintreffen, um zu überprüfen, ob Fußball als ergänzender Lehrinhalt eingeführt werden kann. Fußball als Lehrinhalt? Und Sie stimmen mir doch sicherlich zu, dass man eine kaiserliche Delegation nicht bevormunden darf. Ich schlage also vor, dass bis zum Eintreffen dieser Delegation das Verbot dieses möglichen künftigen zusätzlichen Lehrinhalts Fußball für die Untertertia aufgehoben wird. Unter diesen Umständen kann ich mich der Verantwortung dem Kaiser gegenüber natürlich nicht entziehen. Oder wollen Sie mit den Schülern? Und jetzt entschuldigen Sie bitte den Kollegen Koch und mich. Wir müssen natürlich Vorbereitungen treffen. Fräulein Salchow, Sie hatten nicht rein zufällig in den letzten Tagen Kontakt mit dem Kaiserlichen Schulamt in Berlin? Ich möchte jetzt auf der Stelle wissen, wessen Idee das war. Mein Herr Direktor. Bitte? Das ist nicht ganz richtig. Ich habe ihn dazu angestiftet. Und ich habe sie dann zu dieser Entscheidung gedrängt. Eigentlich war es die Idee von uns allen. Danke. Wessen Idee es auch immer war. Er ist ein Genie. Well done, boys. Very well done. Gentlemen, ich bin stolz auf Sie. Sie sind eine richtige Mannschaft geworden. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass jede Stadt, nein, jedes Dorf im Deutschen Kaiserreich eine Mannschaft hätte und diese gegeneinander spielen würden. In England gibt es das bereits. Jeden Sonntag werden dort Turniere ausgetragen. Und Hunderte, Tausende Menschen freuen sich darauf, diese Spiele zu sehen. Ob das auch in Deutschland möglich wäre?
Es liegt in Ihrer Hand, die Delegation zu überzeugen. Mit diesem Spiel können Sie alles gewinnen. Oder alles verlieren. On your marks. Wenn die Delegation sich dafür entscheidet, kannst du nicht mehr verhindern, dass wir spielen. Dafür braucht Koch erst einmal ausreichend Spieler, nicht wahr? Willst du sie alle einsperren? Ich habe eine bessere Idee. Don't dribble, pass! Cover him! Yeah. Terrific! No. Bodenstock, Braunschweiger Zeitung. Lass dich nicht stören. Hier ein Foto. Wir dürfen es nicht zulassen, dass unsere unschuldigen Kinder sich weiterhin zu diesem Spiel verleiten lassen. Es ist barbarisch und wider die Natur. Fußball ist dir ab sofort strikt verboten! Dafür stimmt, wird bald an jeder Schule im Deutschen Kaiserreich Fußball gespielt. Und weißt du, was sie dann alle brauchen? Beinprothesen und Rollstühle. Ich verstehe dich nicht, es ist abgeschlossen, das Fenster geht nicht auf. Du musst sofort Rosalie helfen. Rosalie? Was ist mit ihr? Ich muss sofort kommen. Felix, was ist da los? Du kannst mich zu nichts mehr zwingen. Ein Arzt. Hau ab, Verschwunde. Das war's dann, Koch. Und Gustav, wo wir schon dabei sind, all deine überflüssigen Experimente an dieser Schule zu beenden. Erst hat es Pfarrer Werners getroffen. Jetzt meinen Sohn.
Ich dulde nicht, dass dieser Junge noch mehr Übel anrichtet. Bornstedt fliegt heute. Mr. Bornstedt? Kann ich kurz mit Ihnen reden? Sie haben mich geschmissen, oder? Ja. Es tut mir sehr leid. Halt die Ohren steif, ihr Flitzpiepen. Ich gehe auch. Mach keinen Mist, sonst schmeißen die dich auf. Ist mir Wurst. Beschissene Förderverein. Wir haben Hartung auf dem Gewissen. Die fordere ich raus. Genau, die sollen verrecken. Gentlemen. Man muss wissen, wenn man ein Spiel verloren hat. Passen Sie auf sich auf. Bleiben Sie eine Mannschaft. Be forgot and never brought to mind. Should all acquaintance be forgot and days of falling sign? For all lang syne, my dear, for all lang syne. We'll take a cup of kindness yet for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne. We'll take a cup of kindness yet. For all lang syne. Goodbye, my friend. Tapferer Pionier. Goodbye. Das Schlachtfeld war getränkt mit Blut. Aber von Clausewitz wusste, dass er keine Wahl gehabt hatte.
drehte sich zu seinem Adjutanten und sagte: Er geht! Setzen! Sofort setzen! Where's your team? My team. Er drehte sich zu seinem Adjutanten und sagte: Die Kaiserhymne. Die Delegation kommt. Stimmen Sie mit ein. Krieger und Heldentat finden ihr Lorbeerblatt, treu aufgehoben dort an seinem. Was geht hier vor? Er ist wieder da! Gentlemen, may I introduce you to a couple of friends? Yeah! Ruhe! I say, anyone in the mood for some bloody football? Yeah! Was hat er gesagt? Die Engländer haben keine Chance. Setzen! Sofort setzen! Die Engländer ziehen gegen uns ins Feld! Es geht um Leben und Tod! Jeder, der diesen Raum verlässt, fliegt von der Schule. Jeder! Jeder, der diesen Raum verlässt, fliegt von der Schule! Koch! Haben Sie an die Konsequenzen für die Schüler gedacht? Sie verstoßen gegen die Gesetze des Herzogtums Braunschweig. Ob Ihr Wunsch zum Gesetz wird, überlassen wir doch am besten diesen Herrn von der Delegation. Bitte mal herhören! Sie haben heute alle bezahlten Urlaub. Dafür erwarte ich, dass Sie sich sofort zum Stadtpark aufmachen. Wer hat hier bezahlten Urlaub? Du nicht. Du wirst Fußbälle verkaufen. Wenn du jedem Mark Verlustgeschäft mit einer Überstunde abgleichst. Abgemacht? Abgemacht. Ja, was ist? Habt ihr nicht gehört? Vorwärts! Es geht. Duchowski. Wo sind denn diese Bälle? Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf. Es geht gegen die Engländer im Stadtpark. Möge der Herrgott unsere Truppen auf dem Schlachtfeld schützen. Amen. Gallia ist omnis divisa in partes tres. Gallien ist in... Felix, wir brauchen dich! Wo willst du hin? Fußball spielen. Du gehst sofort auf dein Zimmer. Kommt schon, beeilt euch! Komm! Ihr könnt
euch sie angucken, aber nichts anfassen. Ja? Sie haben heute nur eine Aufgabe. Infizieren Sie die Delegation. Spielen Sie, um spielen zu können. Hip, hip, hooray, Boys! Hip, hip, hooray! Hip, hip, hooray! Was? Down the left wing! Da dran! Defense! Geht schon! Da ist die Fan! Niemals dürfen wir dieses Spiel erlauben. Das ist anarchistisch, untorlerisch und deutsch. War das denn wohl? Das heißt, wenn der Spieler vor dem Ball ist und vor seinen Gegnern und hinter ihm der Ball von den Kameraden gehalten oder getreten wird, dann darf dieser Spieler weder den Ball berühren noch seinen Gegner am Spiel hindern. Sagen Sie doch einfach, dass vor dem Spieler immer entweder der Ball oder zwei Gegner sein müssen. Ja. Capri! Just! Guten Tag. Guten Tag. Und dafür hat Jost seine Zukunft aufs Spiel gesetzt? Bevor Sie mich in Stücke reißen, Frau Bornstedt, es tut mir leid. Sagen Sie lieber nichts. Go! Na los, schieß doch!
haben Sie diesen unerschütterlichen Glauben, dass alles immer gut werden wird? Oh, ich bin mir dieses Mal gar nicht so sicher. Ist dieses Spiel für dieses Land nicht viel zu barbarisch? Should old acquaintance be forgotten?